Hi und willkommen bei Coaster Couple. Wir sind heute im Wallaby Belgien. Wir freuen uns mega auf Condor. Condor wird bestimmt klasse, aber auch ein Schwarzkopf Shuttle Loop. Wieder ein SLC, wir müssen mal gucken, ob wir den heute machen, ob wir uns wieder so Ich habe noch Schmerzen vom letzten Mal. Der Parkplatz füllt sich langsam. Wir schauen mal, wie viel los ist. Genau. Park macht in einer halben Stunde auf, wir gehen dann mal vor. Und wir melden uns wieder drin. Wir sind jetzt im Park drin, haben uns jetzt auf dem Vorplatz, haben sich da jetzt schon relativ viele Menschen gesammelt, dass wir uns jetzt doch spontan überlegt haben, den Fastpass zu kaufen. Und ob es die richtige Entscheidung war oder nicht, wird sich am Tag herausstellen. Aber so voll war es definitiv noch nie oder beziehungsweise die ganze Woche noch nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Condor. Wir sind jetzt halt gerade Condor gefahren. Intermin Mega Coaster, hat mega Spaß gemacht. War super gut. Tolle Bahn, ja. Der Park wird nur ziemlich voll. Ja. Also wir sind jetzt auch noch danach Tiki Waka gefahren. Das ist so ein wilde Maus-Verschnitt. Gerstlauer Bobsled, glaube ich, ist es. Und das hat jetzt schon 35, sogar 40 Minuten Wartezeit und der Park hat jetzt gerade mal eine Dreiviertelstunde offen. Ja. Heute ist alles voll mit Teenies, deswegen an den On-Rides wird ein bisschen rumgekrischen, aber ja. Jetzt gehen wir zu Psyche Underground. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schwarzkopf Shuttle Loop wird bestimmt auch Spaß machen. Ich glaube, du bist einmal eingefahren in Notts. Ja, ich aber noch nicht im Dunkeln, sondern draußen. Danach gucken wir mal weiter, wo wir hingehen. Vielleicht Pulsar oder müssen wir mal schauen. Panini.
heute geht's Schlag auf Schlag. Wir sind jetzt noch ein paar Sachen gefahren. Die Holzachterbahn, genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Werwolf, glaube ich. Nee, irgendwie anders. Doch, Werwolf. Okay, wenn du das sagst. Ich glaube, ich Vekoma Holzachterbahn, was es nicht so oft gibt, glaube ich. Ja, und die war ganz schön hart. Genau. Hat uns hin und her gerüttelt. Also ich fand sie gut, weil die Sitze haben das halt ausgeglichen. Ja, deswegen, die waren super weich. War okay. War deswegen, gut. Ich fand es okay. Jetzt sind wir gerade noch Tudor nicht Armhuhn gefahren, ein Shooting Dark Ride, der das Shooting gar nicht bräuchte, meiner Meinung nach, weil ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, wie es da aussieht, was voll gut gemacht war eigentlich, weil du die ganze Zeit nur am Schießen bist, aber die Effekte sind eigentlich echt gut. Ich habe angefangen zu schießen und dann irgendwann mal runtergeguckt und hatte immer noch 0 Punkte und dann habe ich gesagt, ach, egal, ich fahre einfach ohne zu schießen, von daher diesmal hat er gewonnen. Genau, dann sind wir noch Pulsar gefahren, ein Mack Power Splash. Ich fand's interessant, das ist mal was anderes. Also man fährt quasi nur den Spike hoch und runter und dann wird Wasser eingelassen beim letzten Spike und dann wird man ein bisschen nass, aber nicht arg. Also es ist nicht der Rede wert. Ansonsten haben wir noch was gegessen. Wir haben noch was gegessen. Da gab es ein bisschen sprachliche Probleme. Also es gab kein Panini mit Ham and Cheese, aber mit Ham und Cars. Das haben wir dann auch genommen. Ja. Ansonsten wollen wir jetzt noch mal Conda fahren. Genau, wir machen jetzt noch ein bisschen ruhiger. Wir machen noch ein paar Aufnahmen und fahren noch ein paar Sachen noch mal. Wir wollten jetzt gerade zum Mine Train, aber das wird wohl nichts, weil der steht gerade und ich glaube, die werden jetzt gleich evakuiert. Da kam schon das Personal zum Evakuieren. Wir sind jetzt gerade Cobra gefahren, den Vekoma Boomerang. Hat uns das erste Mal verprügelt. Also eine kleine Schelle habe ich gekriegt. Ja, Dito, ich auch. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir gleich mal weiter. Sind Vampire gefahren, den Vekoma SLC. Genau, da habe ich meine Ohrringe ausgezogen, um hundertprozentig sicher zu gehen. Weil das sind nämlich noch die alten Züge von Vekoma mit den fetten Schulterpolstern da. Es ging, wenn man den Kopf die ganze Zeit hinten anlehnt an die Kopfstütze, dann ist es okay. Zwischenrein haben wir noch den Dark Ride gemacht, den Shooting Dark Ride. Oh, Popcorn's Revenge. Mega cool gemacht, also wirklich richtig gut. Mir hat es mega gut gefallen. Die haben sich richtig was einfallen lassen, es ist was Spaß macht, es sieht gut aus und so. Also ich fand es mega cool gemacht. Und ich habe gewonnen. Und sie hat gewonnen, ja. Aber ich war auch mit Filmen beschäftigt. Das passiert aber nicht ganz so oft. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen drauf rumreiten. All I want.
Hi und willkommen bei... Nein, Spaß. Ich bin krass rot und wir kommen gerade aus dem Walibi Belgien. Als letzte Fahrt haben wir nochmal Conda gemacht. Letzte Reihe war richtig gut. Letzte Reihe ist auf jeden Fall eine Bahn für die letzte Reihe. Hat mega viel Spaß gemacht. Ansonsten ist der Park oder wir fanden den Park mega cool. Ja. Also im Vergleich zum Walibi Holland, Weltenunterschied. Ja. Es ist jetzt nicht der best thematisierteste Park, aber sie geben sich zumindest ein bisschen Mühe. Also ich fand die Thematisierung auch eigentlich echt gut. Also die war echt okay. Es ist jetzt kein Themenpark, aber es ist schon gut thematisiert. Es sieht alles überall hübsch aus. Die Operations waren mega gut. Alles fuhr mit zwei Zügen. Und die Jungs und Mädels waren auch super schnell. Also es war ein echt gelungener Tag. Wir konnten alles mehrmals fahren. Es hat sich aber definitiv gelohnt, den Speedy Pass zu kaufen. Ja, weil dafür war heute zu viel los. Ja. Ich glaube, ohne hätten wir nur halb so viel Spaß gehabt. Genau. Also wir können es uneingeschränkt empfehlen, falls das überhaupt irgendwas bedeutet bei uns. Wobei man das sagen muss, das ist im Walibi Belgien jetzt ein bisschen kostenintensiver. Kostet 50 Euro pro Nase. Im Walibi Holland gab es da verschiedene Optionen. Da war das ein bisschen kostengünstiger. Ja. Aber für einen Tag wie heute hat sich das Geld definitiv gelohnt. Und den Rest habt ihr ja gesehen. Also es war, wie gesagt, es war ein super schöner Tag. Wir werden auf jeden Fall wieder hinkommen. Das hat sich wirklich gelohnt. Ja. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen, gehen dann früh ins Bett, damit wir für morgen fit sind. Morgen letzter Tag von unserer kleinen Tour. Und wir fahren wieder nach Holland. Und wir fahren wieder zurück nach Holland. Also dranbleiben, abonnieren, gefällt mir drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Video.